Hallo Steinbock. Und mal gucken, wie dein Oktober wird. Das sind Kollektivlegungen, Zeit ist fließend. Das kann nicht auf jeden zutreffen. Bitte einmal um Energien für den Steinbock im kommenden Monat. Gucken wir mal. Worum geht's denn da bei Steinbock? Was ist das Thema? Ein, zwei Karten nehmen wir bitte noch. Okay, danke schön. Was haben wir denn da? Das Rad des Schicksals. Das ist auch so ein bisschen, ja, was beenden, was neu anfangen. Also es dreht sich halt, ne? Können auch Einflüsse von außen sein. Du bist frei in der Wahl deines Zeitpunkts. Okay. Mal noch. Deine eigene Karte. Hier, der Abschluss. Realisiere den Erfolg. Kraft mit dem Löwen. Befreie deine Herzkraft. Das heißt, Belastung auf dem Herzen. Hör auf deine Freunde. Und mit der 1 geht ja was voran. Aber ziemlich schnell sogar. Hier haben wir auch wieder das Herz. Ja. Das Löwenherz hatten wir da ja auch schon. Das starke Herz. Worum geht es denn da bei Steinbock? Du bist frei in der Wahl deines Zeitpunkts mit dem Rat des Schicksals. Realisiere den Erfolg, befreie deine Herzkraft, hör auf Freunde und es geht fast zu schnell. Neu anfangen. Was möchte Steinbock denn neu anfangen? Es kann auch um die Kinder gehen. Das Kind ist ja auch so was Unschuldiges. So. Du machst dir Gedanken um einen Neuanfang. Was machst du dir denn da für Gedanken? Was willst du denn neu anfangen, lieber Steinbock? Worum geht's da? Worum geht's da? Warum machst du dir Gedanken, was möchte Steinbock neu anfangen? Nachrichten. Schlaue Nachrichten. So, du willst also schlau was Neues anfangen. Und da machst du dir Gedanken drüber, lieber Steinbock. Was willst du denn schlau anfangen? Schlau anstellen. Was möchtest du denn Schlaues sagen, lieber Steinbock? Worum geht's da? Na? Ein Geschenk? Eine Einladung? Was ist das für eine Einladung? Was ist das für eine Einladung? Oh, die Liebe. Eine liebevolle Einladung. Das muss mit der Liebe nichts zu tun haben. Eine liebevolle Einladung. Okay. Der Haufen war zu viel, aber die kam raus. Sehnsucht. Da geht langsam was voran. Neuanfang. Du machst dir Gedanken. Über das, was du sagst. Liebesvolles Treffen. Das kann auch für eine Reise stehen. Vielleicht möchtest du da hinreisen. Wo möchtest du denn hinreisen? Was bewegt sich denn da langsam? Was ist denn die Sehnsucht, lieber Steinbock? Was ist denn die Sehnsucht, mein lieber Steinbock? Seit kurzem hast du das erst. Das ist noch nicht lange. Dir ist irgendwas klar geworden. Was ist dir denn klar geworden, lieber Steinbock? Was ist dir denn klar geworden, lieber Steinbock? Ach so, das ist Schicksal. Das ist Schicksal. Jetzt haben wir ja wieder hier Rat des Schicksals. Ich hatte zweimal das Herz hier liegen. Für einige kann das wirklich sein, dass man mal zum Kardiologen gehen sollte und
Weil das steht hier ja auch eindeutig für die, also für das Göttliche, die Spiritualität. Na? Da geht ja was schnell voran. Also wenn das ein Gesundheitsthema ist, wenn es dir nicht gut geht, lieber Steinbock, dann lass bitte dein Herz checken. Ja? Weil hier steht auch, hier, tu deinem Herz was Gutes. Na? Weil wenn das auf die Gesundheit, dann sind das so falsche Nachrichten. Man missachtet Warnsignale. Der Fuchs ist ja auch eine Warnkarte. Und da Gedanken, was die Unschuld, also unschuldige Gedanken. Das heißt, man nimmt die Warnsignale nicht ernst, die der Körper einem gibt. Das ist aber nur für eine wenige. So. Hier haben wir das Spirituelle, also so. Wie soll ich das sagen? Das ist so die Seelenkarte, so. Für einige anderen Steinböcke kann das tatsächlich sein, dass sie vor kurzem einen Neuanfang gemacht haben, das auch schlau angestellt haben. Ja. Ein liebevolles Treffen. Ein bisschen frisch verliebt vielleicht auch. Worum geht es denn da noch? Bei Steinbock. Was ist da die Spiritualität, die Klarheit? Ja, ist tatsächlich die Gesundheit. Die Seelengesundheit. Also bei einigen Steinböcken kann das wirklich um die Gesundheit gehen. Da sind vielleicht hier falsche Diagnosen gestellt worden. Da gibt es viele Unklarheiten und ich habe hier eindeutig den Hinweis mehrfach auf das Herz. Ja. Warnsignale missachten. Da geht auch irgendwas ganz schnell dann. Ja. Jo, dann gucken wir mal mit dem anderen Kartendeck. Das lassen wir mal beiseite. Andere Steinböcke sind frisch verliebt, so wie das aussieht. Was gibt es für Steinbock noch im kommenden Monat, im Oktober? Aha, da wächst was. Was wächst denn da? Da wächst was. Was wächst denn da? Da haben wir wieder. Da ist langsam was in Gange. Da wächst was. Hier haben wir ja auch den langsamen Wachstum, das Leben, die Seele. Okay. Da ist auch die Hoffnung. Die Hoffnung. Wieder das Spirituelle. Der göttliche Weg. Der göttliche Weg, also ist der Gottglaube, also bleib in Gottes Vertrauen. Worum geht es dann noch, der Steinbock? Geht das ein bisschen konkreter? Was können wir da sagen? Was können wir Steinbock da mitgeben? Vertrag. Ein öffentlicher Vertrag. Du solltest offen für eine Bindung sein. Wenn du frisch verliebt bist, lieber Steinbock, und du hast kürzlich jemanden kennengelernt und das hast du ziemlich clever angestellt mit den Nachrichten, da hast du dir Gedanken drum gemacht. Na, und es gibt jetzt ein liebevolles Treffen. Ja, das war so, das langsam in dir gewachsen. Hast du jetzt ja Sehnsucht und da sollst du im Gottvertrauen bleiben. Das kann auch so ein Karma-Schicksalspartner sein. Na, du hast dich geöffnet für eine Bindung. Aha. Was ist das denn für eine Bindung? Worum geht es da bei Steinbock? Ach so, ja.
Das geht mit Sicherheit um klare Nachrichten in der Zukunft. Zukunftsplanung ist das. Zukunftsplanung. Noch ein paar Tipps für Steinbock. Da haben wir die weibliche Energie. Endlich mal eine Personenkarte. Worum geht es denn da? Oha. Du hast dich verändert, lieber Steinbock. Wir haben zweimal die weibliche Energie. Du hast dich verändert. Trotzdem kriege ich immer wieder die Gesundheit in den Kopf. Das ist ja auch hier Vorsicht und es ist wieder die Warnherzkarte. Da, das Spirituelle, mehrfach. Also wenn jemand herzkrank ist, also dann ist das eine Frau. Geh bitte zum Arzt, wenn du Probleme hast. Ignoriere das nicht. Das ist mir jetzt ganz wichtig. Das fällt mir hier zu oft. Ne? Da wollen wir ja nicht ins Ende schauen. Sonst. Wenn wir auf diese Liebesgeschichte weiterhin schauen, dann ja, hast du dich verändert, lieber Steinbock. Du hast dich geöffnet für eine neue Liebe seit kurzem, weil du dich verändert hast. Was haben wir denn hier unter dem Kartendeck? Ja, wieder die Seele. Also, wenn du es mit jemand anderem zu tun hast, dann ist das dein Seelenpartner, der in dein Leben getreten ist. Aber trotzdem, immer wieder habe ich das im Kopf hier. Die tote Seele. Hier, Aufstieg in den Stern. Und das Kreuz. Und immer wieder das Herz. Auch wenn ich jetzt diese Liebesgeschichte gerne weitererzählen würde. Aber das kommt immer wieder rein. Meine Fresse. Gibt es da irgendwie noch was zu sagen? Bitte. Sag mir, dass du Steinbock verliebt ist. Das finde ich viel besser. Na, wo ist Nervosität? Unruhe. Was ist das für eine Unruhe? Was ist das für eine Unruhe? Gesundheit. Innere Unruhe. Unruhige Gefühle. Ich kann das leider nicht anders deuten. Das geht wirklich um die Gesundheit bei dir, lieber Steinbock. Das kann ich nicht anders deuten. Ja. Wenn wir den Neuanfang wieder unten. Damit sind wir ja da auch angefangen. Du musst was in deinem Leben verändern, was die Gesundheit angeht. Da die positive Veränderung. Und deinem Kartendeck. Der Mangel. Da läuft was falsch in deinem Körper. Komm mir bitte ein paar Hinweiskarten. Was hilft Steinbock? Was hilft Steinbock? Aha, da haben wir eine männliche Energie. Was ist das für ein Mann? Arzt. Operation. Ich kann das wirklich nicht anders deuten. Tja. Zwei Männer, also Ärzteteam. Scheiße, echt. Okay, warum geht's da noch? Ja. Das wird in Kürze passieren. Ganz plötzlich. Da sind die Nachrichten. Also plötzlich geht da schnell was voran. Das hatten wir auch da oben.
Das ist irgendwie akut, ja. Gibt's da bitte noch was zu sagen? Turmsturz. Turmsturz. Hier haben wir ja keine Zweifel. Streit im Körper, ja. Wieder die Unklarheiten, die Gedanken. Ja. Der Neuanfang. Wieder der Neuanfang. Ja. Das Wissen. Das geheime Wissen. Die beiden Männer. Die machen sich Gedanken darum. Die denken drüber nach. Die reden miteinander. Die sind sich auch nicht einig, wenn es um eine Operation geht. Weil wir hatten hier am Anfang ja auch die falschen Nachrichten. Also die falsche Diagnose. Die falsche Diagnose, die hier Konsequenzen haben kann. Herzgeschichte. So. Schwierigkeiten. Das war unterm Kartendeck. Kein Geschenk. Es ist schwierig. Ja, können wir Steinbock da noch irgendwas mitgeben, bitte? Irgendetwas. Das ist die positive Veränderung oder auch die Reise. Also die beiden Störche. Warum geht es da noch? Zwei Personen, ja. Richtungswechsel. Wohin zeigt der Kompass dann? Ein Mann. In einen Mann. Ja. In eine von den männlichen Energien. Wieder das Herz. Labyrinth. Das sind auch so zwei Meinungen. Vielleicht zwei Ärzte. Aber nur einer davon kann den Richtungswechsel vornehmen. Einer ist in der Lage, für das Herz was zu tun. Und da lagen ja die falschen Nachrichten am Anfang. Was haben wir da noch? Worum geht's da noch? Steinbock. Was dürfen wir da noch sagen? Hoch? Ja. Das ist der körperliche Zusammenbruch. Wir hatten ja auch da oben, das geht ganz schnell. Also das ist wirklich eine Warnkarte. Pass auf dein Herz auf. Da droht der Infarkt. Ja. Da droht wirklich der Infarkt. Da haben wir ja auch die zwei Weisen, die reden. Das sind diese beiden Männer, die Ärzte. Okay. Zum Abschluss für Steinbock, bitte. Da. Keine Fortbewegung. Das geht schnell. Da geht irgendwas ganz schnell zu Ende. Haben wir unterm Kartendeck noch was? Ja. Ja, wieder das Kreuz. Das Göttliche.